Ja, wir sind dabei. Letzte Folge, liebe Leute, bei Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli. Auf geht's, der Kampf gegen den Champ. Können wir erneut den Titel davontragen? Oder wird uns unser Rivale dieses Mal den Titel abnehmen? Ich habe auf dich gewartet. Jeden Tag trainiere ich dafür, dass ich dich endlich schlagen kann. Und lass dir eins sein. Heute werde ich bestimmt nicht wieder verlieren. Ja, eigentlich hast du tatsächlich bisher jeden Kampf gegen mich verloren. Und jetzt wollen wir uns dafür rächen. Wie gesagt, die allerletzte Folge, wenn wir gewinnen. Trotzdem, wir gewinnen das Ding jetzt heute. Gut, er fängt an mit dem Tauboss, aber ich bin eigentlich ziemlich gute Dinge, dass wir es schaffen können. Tauboss ist Level 66. Gut, dass du die Mega-Entwicklung wieder mal einsetzt, war mir klar. Das hast du schon im ersten Fight gemacht. Hier war ganz cool aus, muss ich sagen. Okay, okay, alles gut. Halbe KP. Donner trifft dich? Okay. Du weißt, mit einer Hitzewelle. Na komm, die kriege ich immer noch mit down. So, weiter so. Jetzt bleibt aber nicht dabei, dass die Paralyse greift. Ja, aber der erste Donner daneben gesetzt wurde. Sonst wärst du wahrscheinlich schon weg gewesen. Gut, egal. Kriegen wir trotzdem hin. Komm, wir kriegen das hin. Ich weiß, ich sehe vier deiner Pokémon auf jeden Fall. Aber mal gucken. Wir gewinnen das Ding noch irgendwie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Haha, dein Rucksack nicht richtig, ne, Digga? So, okay. Dann noch einen Donnerschlag hinterher und damit bist du das T. Und die nächste Attacke von ihm trifft wieder, ne? Also wieder die Hitzewelle trifft nicht. Jawohl, damit ist das Thema schon erledigt. Tauboss, ein Mega-Pokémon ist down. Giflor. Okay, dann gehen wir auf. Ach komm, wisst ihr was? Wir gehen auf Arktos. Wäre jetzt irgendwas zu riskieren. Klar, ich könnte jetzt mit Mewtwo einsetzen und das mal kurz das Vibe ziehen, aber. Wir machen es einfach erstmal so und probieren es dann einfach mal. Blizzard! Du gehst auf Reflektor. Krieg ich dich sogar. Warte mal, ich versuche. Gegen physische Attacken. Okay, ja. Dann darf ich keinen Fliegen einsetzen. Dann gehen wir jetzt auf Icy. Setzen du jetzt ein? Setzt du Galoppa jetzt ein? Kann das sein? Ja. Und jetzt versuchen wir mal Einstrahlen, was Viech zu einzufrieren. Das wäre jetzt natürlich. Das wäre die Idee. Okay, das passt nicht. Nido King. Ach, das kommt mal zurück. War mir fast klar, dass du das probierst. Ja, ist gar nicht so doof eigentlich, was er gerade gemacht hat. Also den Wechsel gesetzt hat. So, jetzt noch mal. Und jetzt gib ihm ein Erdbeben. Weißt du, bist schneller als ich, ernsthaft? Komm, Nido King. Leck mich doch an. Das kann nicht sein, dass er mir gerade mal Nido. Jetzt bin ich pissig. Nein. Ich mach das ganz anders. Wir nehmen Evoli und sein Blubsauger. Du gehst nochmal auf Flammenblitz und mir klar. Ich weiß schon, dass du dich damit selber schwächst. Was jetzt, glaube ich, so alleine die KP, die ihm jetzt fehlen, selber gekostet. Und jetzt gibt's den Feierabend. So, jetzt bin ich ein bisschen angepisst da gewesen. Ich habe auch kein Feuer-Pokémon mehr am Start. Das heißt, ich muss es irgendwie was anderes riskieren. Giflor, okay. Du gehst wieder auf Giflor. Dann machen wir den zweiten. Du hast mein Nidoking nur ausgekontert. Das ist mir ein bisschen ärgerlich, weil Nidoking hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Aber ich hol's mir noch zurück. Spätestens wenn sein letztes Pokémon dann noch kommt. Ich weiß also wahrscheinlich, dass Raichu noch besitzen wird. Das heißt, ich werde meinen Arktos opfern, um eben seinen Raichu da mit dem Nidoking zu opfern. Er setzt auf Zauberschein. Das ist mir bei. Ja, das ist nicht dramatisch. Alles gut. Das ist nicht dramatisch.
schießt mir auf die Sacke. Top-Genesung, okay. Ja, ich hätte dann Giflo gerne mitgenommen. Bleib dabei, okay. Dann gehen wir jetzt auf Blizzard. Blizzard trifft. Matschbombe. So, und dann nochmal ein Eisstrahl und dann ist das Thema. Ach, geh mir nicht auf den Nüsse, Alter! So, hoch mit dir. Jetzt komm, mach Feierabend, Mann. Jetzt gib mir dieses Giflo aus dem Rennen. Das ist, ich war, das steckt weg. Meine Gott, scheiß Top-Genesung, ey. Ich hatte das ein bisschen anders geplant. Aber gut, er setzt 2 Top-Genesungen ein und lohnt sich die, dreht sich die Runde wieder. So, jetzt weg mit dem. Giflo. Jetzt, Gott sei Dank. So, dann haben wir jetzt 3 Mann weg von dir. Knogger. Hat nur schon mal das Vergnügen. Dann gehe ich jetzt auf Coco, weil diesmal ist es das normale Knogger und nicht das Alola Coco Knogger. Jetzt so lasch allein. Davon gehe ich mal aus, dass der jetzt. Okay, ich kann mir schon denken, was kommt jetzt. Da habe ich was gerechnet. Gut, bringt aber irgendwie nichts. Weil ich habe noch gut die Hälfte der Lebens-KP und damit müsste. 11 Level Unterschied, ja gut, das müssen wir mal gucken, ob wir das. Vielleicht kriegen wir sogar mit einem Zug down, aber mal gucken, wäre wichtig. Ja! Yeah. So, Nummer 4 geht auch baden. So, dann hast du nur noch dein Raichu und Lamus. Lamus. Ich bleib dabei. Ich versuche eine Runde zu gewinnen. Ich muss bei Kokowai opfern, um mein Top erlebbar, weil ich weiß, was er noch als letztes hat. Das heißt, ich hole mir mein Nidoking zurück ins Rennen. Selbst wenn du jetzt down gehst, Kokowai, weiß ich, dass Raichu das Lamus wegplättet und Nidoking das Raichu dann am Ende noch holt. So, wir gehen mal drauf mit einem, weiteren Solarstrahl. Ich probiere mal, ob ich das Lamus auch rausgenommen bekomme. Ja gut, du gehst auf Blizzard, das war mir fast klar. Komm. Jawohl! Oh, nice one! Er bleibt dabei. Blizzard kann ihn nicht killen. Na gut, okay. Das war mir fast klar. Wenn jetzt... Ja, das war durch. Das war mir fast klar. Aber es ist nicht tragisch. Es ist alles in Ordnung. Es ist... Tatsächlich sogar im Rahmen. So. Das heißt, wir haben noch 3 Pokémon gegen seine letzten beiden. So, jetzt ein Lucky Shot mit dem Donner. Der trifft. Und dann müsste das Ding eigentlich gewonnen sein. Er überlebt es noch. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin eigentlich auf Nummer sicher gegen den Donner, aber sein Lamus überlebt es noch jetzt. Hör auf mit dem scheiß Top-Genesung. Ernsthaft jetzt? Ey, das war jetzt die dritte mittlerweile. Aber gut, okay. Er probiert natürlich jetzt alles, um das Ding noch irgendwie zu gewinnen. Ja, du sein scheiß Lichtschild, ne? Letzte, komm, gib ihm. Jawohl. Stimmt, sein Lichtschild, das hat's doch gerissen. Jetzt haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir das Ding gewonnen. Weil jetzt dürfte sein Raichu eigentlich nicht mehr groß. Es hat noch eine mega Überraschung jetzt, aber. Das würde mich schwer wundern. Ne, wir haben 4 noch insgesamt sogar. Okay, nicht schlimm. Jetzt kann man es eigentlich nur noch gewinnen.
So, Erdbeben und mache Feierabend, komm. Eisenschweif, trifft nicht. Yes! One-Hit-KO zum Ende. Wir haben ihn besiegt. Kämpfe gegen dich machen mir am meisten Spaß. Oh Mann. Du bist immer noch eine Nummer zu stark für mich. Aber glaub ja nicht, dass du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen kannst. Ich werde fleißig an mir arbeiten und wieder versuchen, mir den Titel Champs zurückzuholen. Kev, mein Glückwunsch zu einem weiteren Triumph in der Pokémon-Liga. Denke mal daran, es werden viele an deinem Thron sägen wollen. Es wird kein einfaches Unterfangen sein, deinen Titel auch weiterhin erfolgreich zu verteidigen. Aber jetzt sollten wir erstmal deinen hart erkämpften Sieg erstmal feiern. Mir noch. Herzlichen Glückwunsch. Das hier ist die Ruhmeshalle, in der alle Champs der Pokémon-Liga sowie ihre Pokémon für ihre Heldentaten ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer mit seinem Team in die Ruhmeshalle einsieht, werden ihre Namen bei einer feierlichen Zeremonie hier verewigt. Du hast hart gekämpft, um die Herausforderung der Pokémon-Liga zu bestehen. Um das zu würdigen, bist jetzt auch du zusammen mit deinem Pokémon hier verewigt. Jo. Aber das hatten wir ja schon mal alles. Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle zum zweiten Mal jetzt. Evoli Level 62. Raichu Level 61. Nidoking Level 61. Arctos Level 50. Mewtwo Level 70. Und Kokowai Level 55. Außer Arctos und Mewtwo sind eigentlich tatsächlich alle Pokémon davon, also seit Beginn an dabei. Ja, und damit sind wir durch mit Let's Go Evoli. Wir haben alle Pokémon gesehen, wir haben den Pokédex vervollständigt. Es sind insgesamt 150 Pokémon, die wir gesehen haben. Ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns nicht in der nächsten Folge wieder, das ist klar. Weiterhin geht es weiter auf jeden Fall mit Pokémon Pokémon Schild natürlich mit dem DLC. Und dann werden nach und nach die Projekte wieder so ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger und alles drum und dran. Und deswegen, ja, bin ich hier raus. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und wenn dann irgendwann immer ein neuer Pokémon-Teil kommt, wird es natürlich klar, Let's Play. Aber jetzt bin ich erstmal raus. Wir haben alle meine Pokémon-Spiele, die ich so hatte, durch. Und wie gesagt, Pokémon Schild wird noch das DLC gespielt, das weitere. Und ja, alles andere kommt dann so nach und nach mal wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Ich habe mich riesig gefreut. Es hat riesen Spaß gemacht, mit euch hier in Kanto heute auf eine abenteuerliche Reise zu gehen. Ja, jetzt bin ich raus. Ciao.